Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VI. Ach ja, also ich habe jetzt eine ganze Weile Training hinter mir und Sion hat jetzt alle Zaubersprüche drin, ist auch ein paar Level gestiegen und jetzt finde ich, sind wir soweit, uns nach Doma zu begeben, um seine, ja, um Alexander zu finden. Unter anderem. Ja, jetzt müsste ich Doma nur noch finden. Das hier war es nicht. Das könnte es gewesen sein. Letzte Aufnahme ist dadurch natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen her für mich. Einfach durch das lange Training. Hab ja Lock und Shadow schon auch ein bisschen trainiert nebenbei. Denen fehlen auch nur noch ein paar Zauber. Und der Rest muss halt noch so gemacht werden. Gao hat noch kein Training, Terra auch nicht. Strago nur bedingt. Ja, und Gao überhaupt noch nicht. Ja, und Umaro und Gogo haben sich ja sowieso erledigt. So, ich habe hier mich mal ein bisschen belesen, wo ich in etwa hin soll. Und zwar in das Gemach, wo sie mal gepennt hat, glaube ich. Ja, müsste ich nur finden, ne? So. Thronsaal? Nee. Ja, Edgar hat jetzt durch das Training auch ein bisschen was dazu bekommen. Auf Level 61 ist schon mal nicht schlecht. Hier? War das hier? Ich glaube nicht. Das war so ein einzelnes Zimmer, glaube ich. Ja, okay. Wir können uns hier mal ein bisschen ausruhen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt viel bringt. Nee, das ist es nicht. Oh. Ist es wohl doch? Sien? Okay. Hallo? Wer seid ihr? Ich bin Lev. Ich bin Sonja. Und ich bin Suenio. Wir sind die drei von der Traumstelle. Wir werden uns an der Seele dieser jämmerlichen Kreatur laben. Wir werden uns an der Seele dieser laben. Ja, ist schon klar. Sagt ihr das jetzt alle? Ein vorzügliches Mahl. Die springen alle in Sions Kopf rein, ne? Müssen wir also auch. Uiuiuiui. Oh ne, sind wir jetzt alle getrennt oder was? Sieht so aus. Where the fuck? Sind drei Spots auf dem Boden. Aber falsch. Jo, was ist das denn hier für eine Gegend? Andorra und Sirenenreiterin. Oh, Teufelspfeife. Na toll. Immerhin kannst du noch angreifen, Mark. Suprafrost auch noch. Ja, zum Glück haben wir schon ein bisschen Training hinter uns. Na los, Mark. Fällt mir zwar gar nicht hier, aber. Okay. Das mit dem Kobold können wir gleich wieder vergessen. Geldkirsche, so. Sicherheitsbild hast du zwar, aber nimm mal den Talisman, bis wir die anderen wieder gefunden haben. Was zum Teufel soll das? Scheinbar muss ich hier irgendwann hin, aber jetzt noch nicht. Hm. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Gehen wir mal in die linke Tür rein. Ah, hier ist Edgar.
Alle Achtung, uns bis in seine Träume zu verfolgen, ist wohl klüger, wenn ich mir Verstärkung besorge. Lach nicht, ich hol meine Brüder. Edgar, tschüss, Dwarf. Danke. Goodie. Gut, weiter geht's. Finden wir noch den Rest. Ja, welche Tür jetzt, ne? Okay, das war einmal ein Kreis rum. Oh Gott. Ah, da unten ist rein. Gut. Kannst aufstehen. So, hopp. Wieder falsch. Achso, da war ich schon. Na. Mal sehen, jetzt wo wir alle drei da sind, vielleicht schaffen wir es jetzt. Scheint so. Okay, aber erstmal Heilung für Morg. Oh oh. Oh shit. Wir sind die drei von der Traumstelle. Jetzt, wo wir drei vereint sind, kriegt ihr eine schöne Abreibung. Ja, das will ich. Das will ich sehen. Ew. Ja, keine Ahnung, was die für Schwächen haben oder keine Ahnung, was anderes. Ja, ich habe rein wieder dieses Hades-Magie-Ding gegeben, aber auch gleichzeitig das MP-50%-Ding. So, ja, was machen wir denn jetzt als erstes? Wir haben ja nicht mal eine Esper gegeben. Machst du erstmal zweimal Ultima auf die Hau? Mach mal Courage. Ach, oh je. Ich hab jetzt gar nicht gesehen, hat das... Oh ja, das macht Schaden. Oh, okay. Das ging schnell. Aber das war's wohl noch nicht. Oh, scheiße. Hallo, Phantomzug. Aber scheint sie ins Erinnerung zu sein, ne? Okay, wir können ja nirgendwo hin. Ah ja. Speicherpunkt. Ja gut. Traumwelt-Phantomzug. Aha. Können wir irgendwo Sian hier finden in seinem eigenen Traum? Oh, da oben ist er. Ah. Hey. Wir können gar nicht mit denen interagieren hier. Aha, aha. Okay. Die Flasche hat uns nichts zu interessieren. Da oben ist aber eine Truhe. Ey! Sauerei hier. Na toll, da kommen wir nicht ran. So ein Schieb. Und das hier? Ah, Eisenklumpen. Was soll der bitte schön bringen? Eisenklumpen. Wo ist der? Wo ist der? Eisenklumpen, Eisenklumpen. Ist das eher so eine. Eher so ein Accessoire vielleicht? Scheint nicht so zu sein. Ah. Das ist immer der Nachteil, wenn man so viele Items drin hat. In der Tasche. Ach, komm schon. Gebieterbart. Skizze wird zur Kontrolle. Achso. Eisenklumpen. Wo ist das Ding? Ist das? Ja, hier. Ein schwerer Klumpen Eisen, wenn man ihn in eine Schatztruhe legte. Ah. Ein wichtiger Schatz, also. Okay.
Weise, wer die Anordnung im Gedächtnis behält, solch Wissen mag die Rettung bringen. Die Anordnung? Oh ne, muss ich mir jetzt irgendwas merken? Ich hasse sowas. Aha. X-Potion, okay. Eisschild. Ah. Nee, nicht so ganz. Blitzschild, ist das besser vielleicht? Nee, auch nicht. Mock hat den Panzerschild, vielleicht ist der Eisschild besser. Naja, nee. Behältst mal den Panzerschild. Oh, what the fuck? Okay, hier ist irgendein Hindernis. Ah, hier. I see. Hier sind noch mehr von diesen Schaltern. Ah. Okay. Schätz mal jetzt der hier. Und dann wieder der. Nee. Oh Gott, ich hasse solche Rätsel. Ah, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Okay, gut. Ja. Aha. Jetzt kam ich hier hin. Ah, ich verstehe. Ja, ah, das nützt mir jetzt aber nur nichts. Ist hier noch ein anderer Schalter? Nee. Ah, ich verstehe. Da unten muss ich lang. Dafür müssen die Kisten aber wieder auf. Oh. Ach, verflucht. So. Aha. Und so. Alles klar. Hat ein bisschen gedauert, ich weiß. Okay. Und jetzt? Man kann hier Kisten schließen? Oh Gott. Irgendwo waren 6 Truhen. Und ich habe jetzt nicht gemerkt, welche von denen offen und welche zu war, oder? Waren alle leer? Ah, ich verstehe. Okay, oben rechts und Mitte unten und links unten. Also hier und du oben rechts und jetzt. So, wo kommen wir hier hin? Ah, ein Speicherpunkt. Ja, ich würde sagen, wir speichern das mal. Aber machen natürlich noch ein bisschen weiter, wir haben ja noch Zeit. Ah, wir sind schon bei der Lok vorne dran, oh mein Gott. Aha. Oh Gott. Wie jetzt? Okay. War das jetzt richtig? Könnte sein. Ich weiß es nicht. Aber scheint so.
Okay, jetzt sind wir hier mit Markitech-Rüstungen unterwegs. Wir sehen. Okay, die Soldaten haben ihn gejagt. Mark, du kannst mal den Talisman kurz ablegen, ne? Ist nicht so verkehrt, mal hier ein paar Kämpfe zu haben. Vor allem in Magitex. Haben aber auch nur Feuerkomprimate, Blitz, Eis und Heilkraft. Die Ausstattung der von Biggs und Wedge praktisch. Okay, Blitz war besser. Kann aber auch an der Zauberkraft liegen. An der Magie von Relm. Okay, wir laufen hier gerade ein bisschen im Kreis, aber... Oh Gott. Weg. Wie sieht's aus? Wer steigt als nächstes? Morg. Der hat schon Magie plus, alles klar. Ach du Scheiße, was ist das denn? Leo oder Ilio, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Okay. Ach. Boah, ist das verwirrend hier. Oh, Scheiße. Und jetzt sieht's aus wie Burg Doma? Okay. Wow. Ich flehe euch an, rettet meinen Mann. Rettet Sien. Warum alles in der Welt bin ich hier? Im Bewusstsein von Sien. Ja, das ist schon klar. Mein Mann, Sien, er macht sich unentwegt Vorwürfe, dass er Doma nicht retten konnte, dass er die Welt nicht retten konnte und dass er uns nicht retten konnte. Von seiner Verzweiflung angezogen hat ein Monster namens Arek-Seele von ihm Besitz ergriffen. Aha. Die Arek-Seele ist eine Manifestation der Opfer des Magikrieges, deren Seelen grauenvolle Qualen erlitten haben. Dieser Dämon wütet, wann immer es ihm lieb ist. Bitte hilf meinem Papa. Da, wenn ihr mir sagt, wo der ist, mach ich's. Oh. Das Schicksal von Sien liegt in euren Händen. Du musst Papa beschützen. Ja, schon gut, schon gut, schon gut. Wir speichern nochmal vorher. Das war total verwirrend mit dem Traum. Oh, scheiße. Wer ist hier jetzt unterwegs? Eww. Al-Yaba und Samurai, ne? Nö, keine Schlafattacken hier. Ohoho. Edgar ist gut. So, Sien, wo steckst du bitte? Muss man ihn halt nur finden, ne? Okay. Ich glaube, Edgar ist für diese Burg schon ein bisschen overpowered, aber das macht ja nichts. Oh, scheiße, was ist das denn? Coco und Surianda. Bleh. Was soll das jetzt? Oh nein. Ich hasse das. Kann meiner Kobold machen. Verdammt nochmal.
Edgar hätte. Was? Nein, er wehrt das ab. Er wehrt sogar freundliche Zaubersprüche ab. Das gibt's doch noch nicht. Gut, dann nimmst du halt eine Gelbhirsche, einen Trottel. Wo das jetzt hier aber aus der Kontrolle gerät, Ultima. So. Okay, es war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber. Was soll der Scheiß? Braucht nur noch 3 EP. So, mal sehen. Er hat auf Magie auf 60. Stärke 33. Das ist erstmal nebensächlich bei ihm. Aber er braucht mehr Magie. Also lassen wir den Sonar Seeker erstmal ausgerüstet. Ist er vielleicht im Thronsaal? Ja, tatsächlich. Du musst Areks Seele sein. Lass ab von Cien. Es ist zu spät. Verzweifelt ob seine eigene Machtlosigkeit. Zerfressen, oh, deshalb war ich zu schnell. Kann die Seele dieses Mannes sich meinem Griff nicht mehr entwinden. Trauer, Zorn, Hass. Sie nähren mich. Niemand kann sich mir widersetzen. Das sehe ich anders. Wir können das sehr wohl. Ich werde in deinen Körper fahren und erst bei deinem Tod in meine alte Gestalt rematerialisieren. Gut, du weißt, zweimal Ultima, bitte. Seelenretter. Autsch. Okay. Was soll der Scheiß jetzt? Shit. Okay, ich verstehe das Konzept von dem Typ hier noch nicht so ganz. Wenn man die erledigt, sind die einfach wieder da. Fuck. Okay, Zaubersprüche tun uns nicht wirklich weh. Gehen wir nur auf einen los. Ich glaube aber auch nicht, dass ich die jetzt einfach nur ein paar Mal besiegen muss und dass der dann irgendwann auftaucht. Also, hä? Bei deinem Tod werde ich rematerialisieren. Was zum Teufel? Muss einer von uns draufgehen oder was? Würde ich jetzt ungern machen, aber. Vielleicht muss es sein. Machen wir mal Flair auf Mog. Gefällt mir zwar nicht jetzt so, aber. Keine Ahnung, ob das was bringt. Scheinbar nicht. Ja. Okay. Vielleicht mal Engel auf die. Miss.
wieder auf. Hallo? Okay, durch Fallgrube ist jetzt scheinbar einer weg. Mobstanz scheint hier was zu bringen, aber ich kapiere das System dahinter nicht. Fallgrube nochmal, okay. Aber scheint nicht zu klappen bei ihm. Entzug vielleicht? Also ich bin gerade ein bisschen überfragt hier. Wie oft soll ich den noch erledigen hier? Das bringt da irgendwie auch nichts. Ich kann das jetzt hier nur so oft wiederholen, bis ich vielleicht irgendwann doch mal die Arex-Seele hier vor mir habe. Bei dem einen Seelenretter hat es geklappt, aber... Oh, okay. Ihr habt mich gerettet. Die Fallgrube hat's jetzt hingekriegt. Die ganze Zeit war mir, als hörte ich die Stimmen meiner Frau und meines Sohnes. Ihrem Klang folgte ich, aus ihm schöpfte ich Mut. Ah, da sind die zwei wieder. Elaine! Owain! Ich danke dir, Liebster. Papa, du bist der Größte. Ja, ja, klar. Nein, ich vermochte nichts zu tun. Nicht damals, nicht heute. Ein erbärmlicher Schwächling bin ich. Nein, Liebster, du hast mehr als genug vollbracht. Tja. Hör auf deine Family, Sian. Jetzt. Mein Liebster, wir werden immer bei dir sein. Ich hab dich ganz doll lieb. Tja, die warten nicht auf dich, Sian. Jedenfalls nicht in dieser Welt. Die warten in der nächsten. Wir werden immer mit dir sein. Ein Schwert. Und der Esperstein, den wir haben wollen. Alrighty. Elaine und Owain werde ich immer in meinem Herzen tragen. Nicht länger will ich mich in Vergangenem verlieren. Ich werde den Weg beschreiten, den ich für rechtens erachte. Das Herz von Sian ist nun frei von Zweifeln. Die Schwertkunst von Sian hat ihre Vollendung erreicht. Ja, dadurch lernt er, glaube ich, auch seine letzten Kenjutsu. Uiuiui, Verdikt. Errungenschaft des Schwertmeisters. Phantomschwerter spalten alle Gegner. Okay, klingt nach einem Todesangriff. So. Und im Thronsaal dürfte jetzt der Esperstein auf uns warten. Ja. Alexander Marginit erhalten. Yay. Yeah. Sanctus werden wir nur noch dadurch lernen. Okay. Ein bisschen wenig, aber okay.
kein Level-Up-Bonus, schade. Sanctus gehört zur Schwarzmagie? Ist mir neu, ehrlich gesagt, aber ja. Was soll's. So, und hier hätten wir noch den Zelot. Kriegen wir, wenn wir die nächsten beiden Drachen erledigt haben. Und hier, ja, hier müssen wir den Imperator-Drachen töten. Okay, goodie. Moment. Morg. Okay. Wir werden mit Morg noch ein Level steigen. Goodie. Dann werde ich den Charakteren, die wir noch haben, noch den Zauber Sanctus beibringen. So, Kenjutsu, du kannst gleich mal das letzte versuchen. Der andere geht auf Abwehr, weil die hier doch ziemlich austeilen können. Na los, Sien, mach hin! So, oh, das ist jetzt die letzte. Okay, dann zeig mal. Verdikt. Wow. Okay, es trifft nicht alle. Es kann zum Beispiel verfehlen, aber naja gut. Vielleicht sind die mehreren Hiebe, die Schaden einfach nur zufügen, vielleicht doch besser. So, Mark Level Up. Hat ein bisschen mehr Magie gekriegt. Ist jetzt auf 62, ist okay. Goodie denn. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt den Charakteren noch diese Zaubersprüche beibringen, jetzt unter anderem auch Sanctus. Ja, werde sie noch trainieren und in der nächsten Folge werden wir uns dann Kefkas Turm widmen. Vielleicht finden wir da noch die nächsten beiden Drachen, was uns den Zelot-Magnet bringt und dann, ja, ich weiß nicht, ob ich dann mir nochmal die Zeit nehme, die Zaubersprüche zu erlernen und den Turm dann nochmal betrete, oder ob ich mich dann vielleicht sogar schon auf den Weg zum Drachenhort machen könnte. Obwohl ich glaube, dass ich dafür noch ein bisschen zu schwach bin. Ich meine, Level 57, 61, das ist nichts. Vielleicht mache ich auch einen zweiten Spielstand, wo ich auf diesem Level in etwa bleibe und mich dann Kefka widme, oder auf dem anderen Spielstand bin ich dann schon in den 90ern, vielleicht sogar schon 100er Level und mache mich an den Imperator-Drachen. Ich weiß es noch nicht, ob ich den überhaupt mache. Mal sehen, wie ich Bock habe. Also, dann werde ich jetzt den Zauber Sanctus trainieren und dann sehen wir uns, wenn alle Charaktere so ein bisschen mehr stärker sind, alle Zauberlevel drin haben. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Tata!